Leute, es ist soweit. Wir haben endlich einen Podcast. Das Ding heißt Sauna Club Susanne und ist ab kommenden Donnerstag auf allen bekannten Streaming-Plattformen hörbar. Genau, auch auf Instagram, da sind wir auch zu finden. Da könnt ihr euch gerne beteiligen, denn ohne euch läuft nichts. Warum brüllst du eigentlich so? Naja, egal. Hitzige Diskussionen, feuchte Bekenntnisse und nackte Wahrheiten. Nur im Sauna Club Susanne. Sammy Amara 41, ich habe Genuss an Wattestäbchen in der Nase gefunden. Ich bin Dennis Wolter 30 und das ist der geilste Club der Welt. Ich bin Lea 21 und für mich ist Alkohol nicht nur chemisch eine Lösung. Und damit herzlich willkommen zu Erkennst du den Song, euer liebstes Musikformat auf YouTube. Heute mit der Lea. Und es war euer Wunsch, der Sammy von den Brüllern. Ja. Ich trage heute diese Uniform, weil du kommst auch aus Düsseldorf. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich auch, heute mal Flagge zeigen. Fortuna, Köln, Abstieg bitte. Fortuna, Aufstieg, Champions League, Super League. Ja, geil. Lea, wo kommst du her? Ich komme aus Neuss. Neuss. Das ist die hässliche Seite von Düsseldorf. Ah, hast du mir gesagt. Sammy, du bist auch ein Star hier. Du bist der Frontmann einer tollen Band. Bist du motiviert heute zu gewinnen? Nein. Ich bin bereit, diese Prüfung anzutreten. Da würde ich sagen, Hände immer in diesem Bereich hier. Und dann wird der Miki jetzt den ersten Song spielen. Ab geht's. Needless to say. Hast du schon mal gehört, den Song? A whip crack went his rumpet tail. And the beast was done. Gefällt mir zum einen nicht, zum anderen glaube ich, ist Tenacious D. The greatest song. He asked us. Aber ich weiß nicht, ich kann auch nicht. Be you angel. Ist der Jack Black in der Band bei Tenacious D? Ja. Nicht gut, ich finde es nicht gut. Findest du nicht gut? Nein, gefällt mir nicht. Was findest du für Musik gut? Vielleicht immer so Guilty Pleasures, was du hörst, aber was die Leute vielleicht nicht denken, was du hörst. Ich habe jetzt viel geredet davon, dass ich Jazz höre, das ist keine Guilty Pleasure mehr. Schlager oder so, irgendwie sowas Ballermann-mäßiges. Lokalmatadore immer noch hin und wieder, mit roten Ohren. Was hörst du von Musik, Lea? Alles Mögliche, Punkrock, Rock, ein bisschen Metal. Hörst du auch die Broilers? Ja, natürlich. Hey. My Chemical Romance, Black Parade. Welcome to the Black Parade. Das ist gar nicht, also das habe ich noch nie gehört. Sehr epischer Song. So, Lea, Geschenk her. Was hast du mitgebracht? Also, du darfst nicht anfassen, du kannst in die Kamera zeigen. Einmal ein alkoholfreies Kindergetränk. Oh, wow, sehr gut. Und etwas für einsame Nächte, den schönsten Mann der Welt. Ich tätowiere mir deinen Namen übers Herz. Mit Tankern, damit jeder weiß, wo mein Sinn gehört. Mit Leuchtturm daneben, egal wie neblig es leitet mich. Schwalben an den Hals, dass jeder sieht, wie frei wir sind. Ich möchte jetzt einfach dem Ullmann nicht so lange zuhören, ja? Nur deswegen, Caspar und Ullmann von seiner Platte XOXO, von Caspars Platte, mit dem Song, den ich nicht benennen kann, aber ich will einfach den Ullmann jetzt nicht mehr hören. Kümmern uns los frei, wir sind 30 Fuß high und steigen. Zuhause ist da, wo man sich vermisst, doch wir glauben, man erlebt das niemals. Gilt das dann nicht vielleicht als Punkt? Vom Album, hättest du schon sagen. Habe ich eben nicht gesagt. Was hast du denn gegen T.S. Ullmann? Magst du deine Musik nicht so gern? Ich bin auch nicht in Ullmann-Laune. Grüße. Doch, ganz liebe Grüße, lieber T.S. Weißt du, wer das ist? Nie gehört. Like it. Ach doch, weißt du, wer es ist? Versuch's einfach mal. Ist das Doro Pesch, Let Love Rain On Me? Let Love Rain On Me. Ist Doro Pesch auch Düsseldorferin? Ich weiß. Doro Pesch, guck mal hier, die Nationalmannschaft der coolen Leute. Als ob das keine Absicht gewesen wäre. Wirklich. Hast du Doro Pesch mal kennengelernt? Nein, aber in Gedanken sehe ich die wirklich an einem Bütchen stehen mit super Laune, egal wie scheiße die Welt drauf ist. Geil, dass ich dich treffe. Ja. A Slayer,
Ist es Rain in Blood? Ich finde das immer total bewundernswert, wenn man so ein Wissen in dieser Art von Musik hat und man hört schon bei den ersten 3 Sekunden, was das für eine Band ist, was für ein Song. Weil ich als Laie höre da oft auch so die gleichen Sachen. Ich habe mir nur wegen der Songs diese Live-Platte von damals gekauft, Decade of Aggression heißt sie, glaube ich. Und bei dem Song ist original nur das Intro geil. Du bist von einer sehr erfolgreichen Band, den Broilers, und du hast auch ein Geschenk dabei, wo, glaube ich, auch euer Name draufsteht. Zeig mal, was du so mitgebracht ich hast. Ich habe bewusst keinen Alkohol mitgebracht. Nur zum Desinfizieren natürlich, klar, nicht zum Trinken. Wenn du, mein Düsseldorfer Freund, gerne Gin magst. Mag ich sehr gerne. Dann ist das ein Geschenk, das dir schmecken wird. Und dein Bruder sehr wahrscheinlich auch. Ja! Dem schmeckt alles. Der säuft auch Terpentin, dem ist das egal. Aber ich werde ihn natürlich genießen. Ich stelle ihn für dich ab, und zwar hierhin. Mhm. Und du hast was anderes auch noch dabei. Ach so, ja. Etwas Abspielbares. Das ist das die neue Platte. Wow. Oh Mann! Wow! Oh Mann! Hä? Wow! Hä? Oh, Amor! Hä? Amor, wie wichtig ist Amor? Das Wichtigste der Welt, oder? Ja. Ja? Ja. Liebe ist wichtig. Ja. Lupe, Unterlassungsklage, werden wir für Disses bezahlen. Denn JBG heißt neue Geschwister für Lars. Lute, wir sind Düsseldorfer. Herr Kollege Fight Bang, wir sind Düsseldorfer. Bevor wir eure Mütter durchschlagen. Kollege Fight Bang Düsseldorfer. Lute, wir sind Düsseldorfer. Lute! Das Volk! Ja, aber diese Strenge ist schon gut, finde ich auch gut. Habe ich selber verkackt. Ist das deine Musikrichtung, wenn du sagst, du kennst dich bei Slayer nicht aus? Nee, nicht so ganz. Also das habe ich mal so eine Zeit lang so ein bisschen, aber ich könnte das jetzt nicht, ich höre das nicht so jetzt. Was wäre, wenn du dir eine Lieblingsband aussuchen müsstest? Oh, das ist und die Frage. Nicht in dem Raum sein darf? Pur! Meinst du ernst? Pur. Meinst du ernst? Ja, Abenteuerland finde ich sogar gar nicht so geil, aber Pur. Es wäre ja auch in diesem Jahr ein Akustikkonzert gewesen. MTV Unplugged von Pur, oder letztes Jahr, hat leider nicht stattgefunden. Aber wir können ja zusammen hingehen, wenn du willst. Hä? Doch, ich glaube, würde ich mir auch reinziehen. Ich glaube, dass das auch keine schlechten Menschen sind. Ähnlich wie Doro, also. Ich verbiss mich heute Nacht mit dem Spiel. Für immer die nüchtern Sonderschule? Nein. Nein. Sonderschule ist korrekt. Mit ihrem Lied Amsterdam. Schönes Amsterdam. Schöne Stimme hat er, der Tim. Muss ich sagen. Damit hast du einen Matchball, Sammy. Was soll ich sagen? Wenn du noch mal richtig rätst, dann hast du gewonnen. So schnell geht das in diesem Format schon. Huh. 2 Abstauberpunkte hintereinander gemacht. Wenn du damit einschlafen kannst, gut. Mir wird schwerfallen. Nee, aber du warst ja fast richtig. Ja, ein Punkt muss auf jeden Fall machen. Ich hatte einen Blackout. Komm. Foo Fighters, Learn to Fly. Aber Foo Fighters war von Anfang an klar, oder nicht? Das war von Anfang an klar, natürlich, ab Sekunde 1. Gibt's für mich nichts mehr zu lachen. Ich höre aus den Kinderzimmern Hip-Hop, Rap und Techno-Hämmern. So lass es mir nach paar Minuten die Ohren und die Nase. What Happened to Rock'n'Roll von Thomas Gottschalk und die besorgten Väter. Ey, das ist so special interest, das gilt eigentlich nicht, ja? Ey, das war, der hat das damals aus 3, wer wollte das aufgeführt, da haben 13 Millionen Leute zugeguckt. Das ist kein special interest. Da kann ich jetzt eine 80er Jahre Oi-Band hier nennen, die mehr als das. Das weiß ich auch nicht. Ich nehme das wieder mit, ey. Das war, glaube ich, sogar auf Platz 3 der Charts oder so damals. Charts. 3. Hollywood Hits, Sunrise Avenue. Das ist mit Samu oder so heißt das? Ja, mit Samu, aber genau. Wir haben mal ein Konzert gespielt und sind auf die Bühne gekommen, die war nicht perfekt sauber gemacht. Mhm. Und da lagen überall. Die Person oder die Bühne? Die Bühne war in dem Fall nicht ganz sauber und da lagen überall Teddys mit Sam oder so. Wer hat die eingesagt? Samu war vorher da. Aber hat sich für einen Moment gut angefühlt. Was ist denn das Krasseste, was bei dir auf die Bühne geworfen wurde? Becher mit Pisse. Warmer Becher, denkst du, das war kein Bier. Claudia hat einen Schäferhund und den hat sie nicht ohne Grund. Keine Ahnung. Abends springt er in ihr Bett. Claudia hat einen Schäferhund. Ich weiß. Mein Vater hat das mal gesungen, ne? Eigentlich so.
Dein Vater, da sind wir angekommen jetzt. Und dann geht es. Die Schröders, Claudia den Schäfer. Ja. Okay, okay. Oh Mann! Lass mich in Ruhe. Das ist Tom Petty mit Learn It To Fly. Leck mich auf. Tom Petty Free Falling. Lea, ein Punkt wäre noch drin für dich. Ja, das machen wir jetzt zu. Doppelmatchball. Es ist unfassbar unrealistisch, aber du kannst es theoretisch noch schaffen. Your System of a Down? Desire? Software version 7.0. Looking at life through the eyes of a tire hub. Time activity. Ich glaube, das sind gar nicht Desire. Ich habe immer nur statt Disorder Desire verstanden. Desire! Komplett im Arsch, Feinde, sein Fischfilet. Stopp, Schöne, vorbei, das hier ist unsere Zeit. Feine Sahne, Fischfilet, alles auf Raum. Jetzt hat sie abgezeichnet. Ich berühre die goldene Ananas unter tosendem Applaus. Das hast du dir verdient. Großen Applaus. Es hat sich abgezeichnet, aber es wurde noch ein spannendes Finale und Lea natürlich. Ja, hast, der Mitleidspunkt. Ich muss aber sagen, du hast viel gewagt und auch gebuzzert. Das machen manche nicht. Die sind hier voll vereist und trauen sich nichts. Deswegen großen Applaus für dich. Mega natürlich. Oben gibt es ein Video von Kurz gesagt, was machst du mit deinem Leben? Und unten gibt es die letzte Folge. Erkennst du den Song? Abchecken, Abo dalassen. Bleib gesund. Wir sind raus. Tschüss.